Ja, hallo, hier ein weiteres kurzes Update meiner Blu-ray- und DVD-Sammlung. Fangen wir doch gleich mal an mit dem Kultfilm Caddyshack, Wahnsinn ohne Handicap. Das ist der Zusatztitel im Deutsch. Mit Rodney Dangerfield, Bill Murray und Chevy Chase. Eine absolute Kultkomödie aus den frühen 80er Jahren. Hier eine UK-Import-Blu-ray mit deutscher Tonspur. Englisch ist ein 5.1 DTS HD Master Audio, Deutsch in Mono, aber tut dem Film keinen Abbruch. Lohnt sich absolut, absoluter Kultklassiker. Man schmeißt sich heute teilweise noch weg. Also, ich habe ihn damals hier gesehen von der VHS-Kassette. Fand ihn immer top, absoluter Kult. Hier die Freigabelogos, auch mit deutschem FSK-Logo. Warum der ab 16 ist, begreife ich zwar nicht ganz. Der würde zwar locker ab 12 durchgehen, aber okay, man muss es nicht verstehen. Aber bemerkt euch den Film Caddyshack, Wahnsinn ohne Handicap, absolute Empfehlung. Jetzt kommen wir zu einer DVD und zwar die brennenden Augen von Schloss Baltimore, der deutsche Titel im Original The Gorgon, auch ein UK-Import mit Peter Cushing und Christopher Lee, eine Hammer-Filmproduktion. Geht darum, dass irgendwelche mysteriösen Vorfälle in einem kleinen Dorf aus Deutschland, ich glaube, jetzt spielt sie ja in Deutschland, genau, Mitteleuropa ebenfalls, und Dr. Namarov, gespielt von Peter Cushing, probiert das Geheimnis zu lösen und geht hier um ja, die Leute, die die Medusa ansehen, werden dann mal zu Stein, wenn man sie genau in den Augen guckt, in die Augen guckt. Der Film ist absoluter Kult, auch ein Klassiker aus den 60er Jahren. Ich glaube, von 64 ist der Film. Hat eine deutsche Tonspur. Kein deutsches Freigabelogo mit drauf, aber er hat deutschen Ton. Ein kleines Booklet ist auch mit drin. Mit diversen Hintergrundberichten und Fotos. Und hier dem deutschen Kinoplakat: Die brennenden Augen von Schloss Baltimore. Ganz interessante Aufmachung. Hier ist die Medusa. Der Film ist absoluter Kult. Also wer auf so eine mystischen Sachen der 60er, 50er, 60er Jahre spielt und Fan von Peter Cushing und Christopher Lee ist, sollte sich den Film mal zulegen. Der kam umgerechnet mit Porto von Play.com 6,50 €. Also ist ein Top-Preis. Film ist in Farbe. Die Schwarz-Weiß-Fotos täuschen jetzt hier drüber hinweg. Wie gesagt, ist einer der besten Hammer-Filme. The Gorgon oder die brennenden Augen von Schloss Baltimore. So, noch eine DVD. Das Ding aus einer anderen Welt von Arthouse. Auch ein absoluter Kultklassiker, Science-Fiction-Kultklassiker aus den frühen 50er Jahren. Gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ist ein Science-Fiction-Klassiker, produziert von Howard Hawks. Und ja, der Film lief schon x-mal im Fernsehen. Aber wie gesagt, man braucht dann als Sammler sollte man sich dann schon den Originalen Schrank stellen. Absoluter Kultfilm, Science-Fiction-Filme erlebten in den 50er Jahren einen Boom. Auch Christian Niebis Kultfilm spielt geschickt mit Invasionsängsten und vor der Furcht vor dem Fremdartigen. Produziert und unter direkter Mitwirkung von Altmeister Howard Hawks entstand dieser zeitlose Klassiker. Absolute Kaufempfehlung, das Ding aus einer anderen Welt. Gucken wir nochmal rein. So sieht es von innen aus. Hier auch noch ein Booklet mit ein paar Hintergrundinformationen. Sehr interessant gemacht. Wie gesagt, der Film ist einfach Kult, gehört einfach in jede gute Sammlung. So, dann sind da drei Titelchen, die heute noch von Amazon gekommen sind, nur original verpackt. Die schrillen Vier auf Achse mit Chevy Chase, auch ein absoluter Kultfilm in meinen Augen. Klamottenmäßig, Humor, super. Im Original heißt der National Lampoon's Vacation, glaube ich. National Lampoon's Vacation, genau. Strecken Sie den Daumen raus, wenn Sie mitwollen. Ein irrwitziger, in irrwitziger Qualität entführt uns dieser Komödienklassiker auf eine witzige, umwerfende Urlaubsreise. Absolute Kaufempfehlung. Gerade bei Amazon für nicht mal 8 Euro. Legt euch den Film zu, ihr werdet aus dem Lachen nicht mehr rauskommen. Lief auch schon ein paar Mal im Fernsehen.
Hier ist ein Booklet von Stand Oktober 2010. Das ist das nicht geil? Die ganzen Filmchen von Warner. Ja, wie gesagt, Chevy Chase. Die schrillen vier auf Achse. Absolute Kaufempfehlung. Kultkomödie. Kauft euch den. Mit dem Caddy Check. Lohnt sich. Absolutes Muss. Dann kommen wir zu dem nächsten Angebotsfilm, den ich mir gekauft habe. Und zwar Red Riding Hood. Moment, ich mache den Film mal kurz auf. Hier ist er noch original verpackt. Klick, da haben wir es schon. So, und zwar liegt er hier in der Kinofassung und in der Extended-Version vor. Ja, die Extended-Version, das ist so eine leichte Heuchelei. Also es war die Extended-Version, stimmt schon, der ist mit bei. Aber wie ihr seht, guckt mal hier, Vorderfrontcover ist weiter nichts zu sehen, außer das galaktische Logo hier. Bla bla bla. Und wenn wir jetzt mal die Scheibe umdrehen, dann steht dann irgendwo mittendrin, und zwar hier oben, genau, der Extended Cut, den kann man noch lesen. Und dann ganz klein dahinter in Klammern, nur in englischer Originalfassung mit Untertiteln. Na, ist das nicht schön? Okay, ist nicht so tragisch, der Film kam nicht mal 10 Euro. Der Film ist Geschmackssache, ist die moderne, adaptierte Rotkäppchen-Geschichte. Ich fand ihn nicht schlecht. Hat ein gutes Feeling, der Film, kommt gut rüber, hat eine gute Atmosphäre. Mystisch, Horrorelemente, alle mit drin. Kann man sich zulegen für kleines Geld, hab's getan. Und zwar ist da noch mit bei The Red Riding Hood Rotkäppchens Männer. Die Jungs zeigen ihre Castingbänder und geben einen exklusiven Einblick in das Vorsprechen. Und zwei Musikvideos und vieles mehr. Inklusive halt den Director's Cut mit einem alternativen Ende. Na gut, okay, wie gesagt, machen wir die Disc nochmal auf. Hier ist die Disc. Hier haben wir wieder die Digitalkopie, falls ihr auf dem Handy braucht oder auf dem Rechner, könnt ihr euch das noch einziehen. Dann wieder hier so ein Filmbuch von April 2011, relativ aktuell. Hier ist der Code zum Eingeben der Digitalkopie. Jo. Der Riding Hood, wie gesagt, Geschmackssache, nette kleine Horrorgeschichte. Adaptiertes Märchen von den Brüdern Grimm, Rotkäppchen. Kann man sich mal hinstellen. Ist kein schlechter Film. Und dann haben wir den letzten für heute, und zwar auch noch verpackt. Sucker Punch, die Neuauflage mit der Tonspur, die wo ja so ziemlich viele Wellen schlägt. Beschweren sich ja viele, dass da irgendwo für ein paar Sekunden irgendwelche Geräusche nicht zu hören sind. Also ehrlich, im Extended Cut allerdings nur. Ja, okay, kann man sehen, wie man will. Ist zwar ärgerlich, aber im Großen und Ganzen kann man damit leben. Also ist nichts Asynchrones. Es sind ein paar Sekunden, wo irgendwelche Musikelemente oder Effekte fehlen. Ja, okay, aber wie gesagt, für kleine Geld. Ich habe mir jetzt zugelegt, 9 Euro und ein paar zerquetschte. Der Film ist die Geschmackssache, absoluter Fun, Popcorn, also Popcorn-Kino. Zack Snyder geht hier mal wieder voll aufs Ganze. Wer 300 mag, wird den Film auch mögen. Wie gesagt, ist die Geschmackssache. Sucker Punch. In der Kinofassung geht er 110 Minuten, im Extended Cut 127. Wollen wir mal probieren? Ja, dann machen wir den mal auf, der geht leicht. Oder? Schwupps. Jawohl. Wir haben heute 3 Warner-Scheine bekommen, alle mit fett eingedruckten FSK-Logo. Na, macht ja nichts. Hat man sich eigentlich schon dran gewöhnt bei der Firma. Ja, mal ein bisschen Gewalt anwenden hier. Mal ein bisschen punchen. So, Sucker Punch. Hier nochmal von vorne. Two-Disc Edition. Behind the Scenes, Behind the Soundtrack, plus animierte Sucker Punch Kurzfilme. Oh, Hamburg hat gerade den Ausgleich geschossen. Naja, ist auch nicht schlecht. So, dann haben wir hier die Disc. Sucker Punch, FSK 16, Uncut, Extended Cut und Kinoversion. Hier auch die Kopie, die Digitalkopie fürs Handy oder für den PC. Da sind die ganzen Freigabelogos drauf. Jo, wie gesagt, der Film ist nicht schlecht. Wer 300 mag und Zack Snyder mag ich sowieso, der hat auch Dawn of the Dead Remake gedreht. Absoluter Top-Film, Sucker Punch. Ist die Geschmackssache, aber ich finde ihn nicht schlecht. Und wie gesagt, man kann ihn sich hinstellen. Sollte eigentlich in jede gute Action-Fantasy-Science-Fiction-Sammlung gehören. So, das war's dann erstmal fürs Wochenende. Ich wünsche euch viel Spaß, schönes Wochenende und bis bald. Ciao, ciao.